Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 auf der Fox Farm. Und schaut mal, wer hier unter unserem Baum steht. Der Hund hat einen Schneemann gebaut. Verrückter Typ. Wir sind im Januar. Ich hatte eigentlich beim letzten Mal gesagt, wir spulen vor, bis wir die Sojabohnen aussehen können, aber nö. Ich habe vorsichtshalber nochmal geguckt, denn wir haben halt die ganze Hofsilo voll mit Mais. Guck mal, im Januar ist der Maispreis heiß. 1,2 Maximum. Wir sind bei 1,39. Und zwar da. Heißt, wir müssen heute mal ganz viel LKW fahren. Zum Shop. Da. Wollen wir machen? Was heißt, wir wollen? Ne, wir müssen. Hilft ja alles nicht. Dann kommen wir nämlich ordentlich an Kohle ran. Dann können wir nämlich noch mehr coole Sachen kaufen. Auf jeden Fall. So, bedeutet, wir fahren nochmal zum Hofsilo und werden ordentlich voll machen mit Mais. Wir müssen dreimal mit einem LKW fahren. Komplett voll und einmal mit Bede-Trailer. Also vier Runden müssen wir drehen. Die Hofrunde habe ich vollendet. Aus der Mühle habe ich nochmal palettenweise Zeug rausgeholt. Ich bin echt was am Überlegen, ob wir das Sonnenblumenöl und das Rapsöl nicht doch voneinander trennen irgendwie. Nein! Immer auf mit voll machen. Sojabohnen bitte wieder raus. Warum ist denn der schon wieder auf Kordschieber? Sag doch mal. So. Hinten bitte. Mais. Gehen weiter. So nämlich. Der erste. So. Mais. Und voll. Ich glaube, der Mais ist nämlich schwer, ne? Also die verschiedenen Fruchtarten haben auch unterschiedliche Gewichte, möchte ich sagen. So, die ersten beiden Anhänger sind schon mal voll. Dann werden wir den dritten auch nochmal ordentlich voll machen. Mann, geil. Wieder schön verkaufen, bis das Konto platzt. Ha, schön. Ja. Bin gespannt, was wir da an Kohle rauskriegen. Also, das war denn verdammt normal ein echt ertragreicher Winter. Also, wir haben gut gearbeitet, sag mal so. Dann wäre ja vielleicht doch noch ein Acker drin. Und den letzten Trailer noch, komm. Ich habe gerade eine ganz starke Befürchtung, dass wir an diesem Verkaufspunkt, wo wir jetzt hinfahren, ja nicht richtig hinkommen mit unser großes Vehikel, was wir jetzt zusammengebaut haben. Könnte unter Umständen noch interessant werden. Wir schauen mal. Vielleicht klappt es ja auch. So, dann schaukeln wir da erstmal hin. Haha. Und guck mal, hier qualmt immer nur eh. Aber guck mal, da hat er was zu tun. Da qualmt immer nur. Sag mal, ich hab das doch schon leiser gemacht, das Ding. Hör doch mal auf jetzt. Hier qualmt immer nur eh ein Schornstein von dem Ding. Wie bei der Titanic. Der letzte hinten war Attrappe. Naja, gut. Ist auch real. Auf jeden Fall fährt das Ding. Da hinten ist der Leitstrahl. Da müssen wir hin. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist, auf dem Weg zum Verkaufspunkt, der relativ gut aussieht, dass wir eventuell so verkaufen könnten, wie wir wollen. Halt, stopp. Kommen wir da durch? Da wäre offen. Ich hab da eine Idee. Keiner bewegt den Raum, dann klappt es. Oh Gott, flimmert der richtig den olle Wellblechdach hier vorne. Wenn wir jetzt einen zweiten LKW hätten, könnten wir mit Follow Me die doppelte Menge wegbringen. Das würde massiv Zeit sparen. Wir müssten die zwar alle erstmal beladen, aber das würde gehen.
Das wäre eigentlich ganz cool. Was haltet denn davon? So, hier sollen wir entladen. Da bin ich ja mal gespannt. Spannung beim ersten Anhänger. ...55.000. Ach, die Belichtung ist hier gerade nicht so geil. Aber ja, so. Nochmal 55. Ach, das sieht man voll schlecht hier eigentlich. Warte mal. So, ist halt der richtige Trigger, ne? Genau. Dann laden wir mal aus. Ich hätte, ohne Quatsch, ich hätte doch Bock auf einen zweiten LKW. Wäre zwar mega überflüssig und unsinnig, aber ich habe da gerade Lust drauf. Und wir verdienen gerade so viel Geld, dass es theoretisch vielleicht sogar machbar wäre. So, und das war nochmal 83. Ey, das sind eine Summen, mit die wir hier rumschmeißen. Völlig abgefahren. Aber der Verkaufspunkt ist auch der richtige. Warte mal, ich kontrolliere das nochmal nicht, dass wir hier den Mais... Doch, dir. Oh, das dachte ich schon. Ja, ist der richtige Verkaufspunkt. Gott sei Dank. Dann gehen wir da mit der Kamera durch. Dann ist der grüne Punkt wieder weg. Noch ist er da. Jetzt müsste er weg sein. Nochmal 83 oben drauf. Na, siehst du wohl. Ah. So, dann würde ich sagen, fahr zurück zum Hof und hol die nächste Ladung, oder? Die nächsten 200.000 Liter. Könnte sich ja unter Umständen lohnen. Schauen wir mal. Mit der Fuhre Nummer 2 würde ich vielleicht mal anders lang fahren wollen. Warte mal. Hier lang. Ja, da tut sich schon jetzt schon schwer damit, gerade in Kurven. Also man merkt doch, das ist echt nicht einfach. Das, ja, das Zeug hier drin, Mais ist schwer. Ich meine, gut, komm mal, frische, droschene Maiskörner, die sind halt feucht, da ist ja Feuchtigkeit drin. Ja, ist auf jeden Fall entschuldigt. So, dann fahren wir doch hier viel entspannter ran, oder? Und raus. So, 55. Die Frage ist, was haltet dann vom neuen LKW? Jetzt haben wir eh wieder nichts im Hofsilo, was wir jetzt großartig wegfahren müssten. Aber wir haben Gerste und Weizen, was wir dröschen. Da wird wahrscheinlich ertragstechnisch viel bei zusammenkommen. Und wenn wir da zwei LKWs am Feldrand haben, dann ist das entspannter mit einem Überladewagen, denke ich mir mal. Müsste man mal sehen. Auf jeden Fall nähern wir uns gerade wieder der 2-Millionen-Marke. Bedeutet, wir können uns auf jeden Fall Seetechnik leisten. Das ist sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, ob der Preis für Mais immer noch heiß ist. Ja, 1,3. Der war schon höher, oder? Ich möchte sagen, der war bei 1,4. Dann haben wir schlecht gepokert. Aber immer noch richtig viel Asche. Wenn wir mal schauen, finanziell, guck mal. Einnahmen, Ernte, schon wieder über 500.000. Was willst du denn mehr? So. Guck mal. 555.000. Dann holen wir mal die nächste Rutsche, wa?
So. Und voll das Ding. Warte mal, wie viel ist denn hier noch drin? 62 Tonnen. Also 62.000 Liter, sagen wir mal so. Dann düsen wir damit mal nochmal zum Shop. Dann reicht es ja, wenn wir mit die ersten beiden Trailer fahren. Oh, das ist sehr gut. Warte mal, dann könnten wir ja eventuell... Was bräuchten wir denn für die Kühe? Also wir haben ja Mähtechnik. Das ist ja kein Thema. Wir haben auch einen Ballenwagen. Mit dem könnten wir ja Grasballen pressen und dann als Futter wegfahren. Wir hätten so einen kleinen Bobcat. So einen Überkopflader. Wenn wir da so eine Ballenspießgabel für holen, dann könnten wir theoretisch damit auch die Kühe füttern. Meiner Meinung nach. Dann bräuchten wir eventuell nur ein Wasserfass, oder? Boah, Telegrafenmast nochmal ausgewichen. Weil... Ich weiß nicht, oder wir machen erstmal Futter. Ein Fermentiersilo wäre nicht schlecht. So eine Futtermischmachmaschine wäre nicht schlecht, wo wir Mischrationen herstellen können. Das kostet auch alle Geld, ne? Das ist die Frage, was machen wir da? Ja. Ich hätte nämlich gerade wieder tausend andere Pläne mit der Kohle. Einen großen Traktor und ein Seetechnik und ein LKW und Felder und ein Drescher und... Eieiei. Also so eine Million in dem Spiel ist eh mal ja nichts eigentlich. Das ist schon schwierig manchmal. Dafür ist der LKW toll. So, warte mal. Wir fahren nochmal hier lang. Ich glaube, das war nämlich so ja nicht so verkehrt. Dann kann man hier nämlich schön gerade ranfahren. Gefällt mir eigentlich. Erst ist leer. Und den zweiten hinterher. Die können wir nicht den ganzen Tag angucken, wie hier die ollen Trailer hoch und runter gedrückt werden vom Hydraulikstempel. Auf jeden Fall. Weil hässlich ist nicht. Das ist echt. Ja, ist schon schön. So, die nächsten 55. Und wir haben die 2 Millionen schon wieder geknackt. Reichtum im Spiel verführt. Und zwingt dich manchmal so Dinge zu tun, die du vielleicht auch nicht machen willst. Aber naja, so ist das manchmal. Mais verkaufen. Der bockt dann schön. Vor allem der Dolly hinten. Der macht komische Sachen. Verrückt sieht das aus. Hm, guck mal. Tada! So, nochmal 83 oben drauf. Ja. Dann fahren wir jetzt nochmal zurück. Warte mal, nee, hier können wir nicht so eng drehen. Schade eigentlich. Dann fahren wir hier außen lang. Ja, wir müssen ja natürlich oben hoch bleiben. Ist ja klar. Dann machen wir so eine Schleife. Völlig unnötig. Wir hätten noch einfach gerade über den Acker und dann über die Straße fahren können. Aber ja. So, die letzten beiden Trailer, glaube ich, können wir zu Hause stehen lassen, so wie beim letzten Mal. Und dann fahren wir mit die beiden Kleinen bloß weg. Das war eigentlich auch nicht schlecht. So machen wir das auch. Ich würde sagen, die parken wir wieder hier vorne an der Straße ab, oder? Das war, glaube ich, letztes Mal eine sehr gute Idee.
So, hier so und ab die Dinger. Zack, Licht aus, Kabel ab und los. Dann hauen wir hier nochmal die letzten Maiskörnchen rein und dann ist es gut. So, der erste Trailer wird voll und der zweite wieder ein bisschen überhalb voll. Wie beim Raps eigentlich. So. Und voll und zu. Und nochmal 22.000 Liter. Das ist echt viel eigentlich. Das ist ein ganzer Korntank von so einem normalen Drescher. Ja. Das sind über 22.000 Euro. Das lohnt sich schon. Und Abfahrt. Dann drehen wir nochmal eine Runde. Ich hoffe, Erwin ist hier nirgendwo. Wo der Hund sich immer rumtreibt, ne? Völlig unklar. Und schaut mal, wie schön hier das Unkraut am Wachsen ist. Herrlich. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Aber lasst das mal ruhig wachsen. Ne, dann wird das einfach untergemulcht und dann haben wir da wieder theoretisch Biomasse als Dünger, wenn wir das Unkraut damit verwurschten. Das muss natürlich nur ordentlich kaputt gehen. Habt ihr den Dolly gerade gesehen, was der da für eine Verrenkung gemacht hat? Interessant. Und gleich sind wir auf der Zielgeraden. Also die letzten drei Folgen, die waren ja richtig stark bestückt mit totalem Verkaufsrausch. Also der absolute Knaller. Warte mal, können wir hier... Nee, wir fahren hier wieder so lang. Oh, also von hier innen drin ist ja schon ruppig. So, immer über das Feld. Dadurch, wenn wir nicht nach hinten gucken, bleiben wir nirgendwo hängen. Das passt ja denn schon. Und raus. Guck mal im Spiegel. Wird leider nicht im Spiegel animiert, wie die Frucht daraus rieselte. Das ist natürlich schade. Aber wir kriegen jetzt trotzdem nochmal 55.000. So, und den zweiten gleich hinterher. Ich mag das, wie der an der Vorderachse anruckt beim Gas geben. Also ist wie in echt eigentlich. So. Nochmal 30, fast 31 hinterher. Komm, wir machen mal Kassensturz. Wir haben... Oh. Guck mal. Verkaufte Ballen. 994.000. Einnahmen, Ernte über 1 Million. Hier fast... Oh, fast 1 Million. Guck mal. Bisschen über 900.000 nur mit Mais. Also die beiden Felder haben sich auch gelohnt. Guck mal hier unten, was hier los ist. 700 plus, 1,2 plus, 1,2 plus, 1 Million plus. Der Hammer. Wir haben 2,2 Millionen und damit können wir echt coole Sachen machen. Aber ich würde sagen, wir bringen erstmal den LKW weg. Vielleicht müssen wir da mit einem Tieflader gleich wieder zum Shop fahren. Mal sehen. Oder auch nicht. So, jetzt kommt wieder das leidige Thema der Zusammenkoppelung, aber wir probieren einfach mal. Theoretisch hätten wir die auch zusammenlassen können, ne? Wäre eigentlich auch wurscht gewesen. So, pass mal auf. Ich zeige euch, wie das geht beim ersten Mal. Ja, du machst das. So. Nimmst die Sache selber in die Hand. Rückst dreimal gerade. Warte mal, hier vielleicht auch nochmal eine Mitte. Oh. Okay. Und dann geht das. Nicht. Okay, dann andere Seite nochmal. Ich habe echt gerade keinen Bock hier 3, 4, 5, 6, 8 Mal rumzurangieren, sondern dann machen wir das lieber so und dann klappt es und dann ist es schön. So, guck, alle dran. Machen wir hier nochmal eine Pirouette. Oh, warte mal, der müsste bei Tank werden, der Kollege. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Oder wir bleiben auch einfach mal stehen mit Spritmangel. Das ist ja auch noch nie vollkommen, oder? So.
und aus den Klaus. Ja, der hat ordentlich was weggeschafft, die letzten drei Folgen, ne? Da waren wir mit dem schön unterwegs. Toll. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind reich durch Massentransport. Sehr schön. Okay, bevor wir jetzt hier sinnlos irgendwelche Gerätschaften kaufen. Frage, welches Feld würde denn am meisten Sinn machen? Dieses oder jenes? Das kostet richtig Asche. 1,3, dann wären wir wieder arm. Das kostet 700. Das wäre vielleicht ja nicht so verkehrt, oder? Das ist nämlich schon lang. Das hat eigentlich gute Fläche. Wäre für einen Helfer toll. Das kostet halt 1,4. Das ist wieder krass. Was wächst denn hier? Wächst hier was? Nö, ist gerade nackig. Ja, nichts. Es ist Brachland. Theoretisch. So, wir haben neues Land. Shop. Seetechnik. Wie gesagt, wir haben ja den Xerion. Der kann das. Ich habe nämlich richtig Bock auf diese Tier. So, nehmen wir die große oder die kleine Erkart? Wir könnten auch den nehmen. Ist eigentlich der gleiche. Weil die Seemaschine hier, die ist extrem groß. Die ist mir bald bis ins U groß. Deswegen, ja. Die kann halt auch alles, ne? Die hat aber, was hat die? Hier steht ja nicht. Ich glaube, die hat übelst Arbeitsbreite. Das hier wäre auch ganz interessant eigentlich, aber. Das hier auch. Das wäre auch vom Preis her bald ein bisschen günstiger. Aber. Braucht halt übelst Leistung. Wir brauchen noch eine Aircard. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir hier den originalen Kumpel? Ja. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Weil die kosten eigentlich fast alle gleich. Der hier kostet ein bisschen weniger, geht aber auch weniger drin. Der Kleine muss reichen. Ich hoffe nur, dass der Kleine... Doch, der Kleine geht damit. Wollen wir das nehmen? Wir können ja doppelt bereift machen, weil es cool aussieht. Kostet 300.000 und nicht 300 noch was. Was sagt er denn dazu? So. Dazu hätte ich aber sehr gerne noch was anderes. Denn es werden wahrscheinlich Dinge passieren und dafür wäre so ein LKW unglaublich hilfreich. Mit Kotflügel, ja bitte. Hauptfarbe hätte ich sehr gerne so ein schönes Blau. Kotflügel bitte auch, ja. Designfarbe hinten in so ein Braun. Ne, richtiger Bretteraufbau, so wie sich das hier hört. Warte mal. Finde ich das hier ein bisschen hübscher, weil das ist nicht hier oben. Schwarz. Nee, nee, nee. Dann machen wir das so. Felgenfarbe ist mir eigentlich wurscht. Grau, weiß. Nee, komm, das sieht so ganz okay aus eigentlich. Warte mal. Schwarz? Ja, oh, schwarz ist hübscher. Der ist nämlich nicht teuer. So. Guck mal, hier steht nämlich Grain Truck. Damit können wir nämlich Dünger und Saatgut nachfüllen auf dem Feld und müssen mit der Aircard nicht nach Hause eiern zum Nachfüllen, wenn er auf dem Feld mal stehen bleibt ohne Zeug. Na, macht ja Sinn. Wir haben immer noch 864.000. Jetzt ist die Frage, mit was holen wir das weg? Ich hab da Ideen. Wir nehmen den Onkel hier nochmal mit. Dann tanken wir den mal als Dankeschön für seine treuen Dienste, hätte ich gesagt. So, genau. Dann nehmen wir mit Traktor Xerion. Genau.
fahren wir erstmal ran und laden uns den Tieflader hinten auf. Hinten dran. Schön nervig, oder? Rückfahrton? Ich liebe es. So. Ist ja fast wie ein Truck-Simulator hier. So, Klappe hinten geht runter. Und wir nehmen den Cerion mit. Genau. So, den fahren wir mal rückwärts drauf. Ist der eigentlich? Ah, oh, von der Spurbreite perfekt passen. Guck mal. Supi. So. Anguten, Klappe hoch, Ketten festmachen bei Klappe hoch. So, ganz wichtig, jetzt können wir loslegen. Der ist festgemacht, dann geht los. Ab nach dem Stopp. Tada! Das sieht schon cool aus, aber das, was da beim Shop steht, ist noch viel cooler, Leute. Oh ja. Tada, da steht das neue Besteck. Riesenspielzeug. Alter Vater. Okay, dann werden wir erstmal den Cerion hier abladen. Weil mit dem werden wir unser neues Spielzeug nach Hause schleppen. Und der Grain Truck LKW, der kommt hier hinten ruf. Dann haben wir nämlich den Cerion hier am Shop. Theoretisch hätten wir auch einfach mit dem Cerion herfahren können. Den LKW hinterher, aber so ist halt cooler. Dafür haben wir doch den Tieflader. Genau dafür ist der doch da. So. Das Schöne ist, wir haben einen International Grain Truck. Mit einer Hupe. Mag die Dinger voll. So. Ja, auf ihr hampelt hier. Siehste. Halt, mit den Rädern genau zwischen. Ja, perfekt. So. Super. Genau so wollte ich das. So. Ah, theoretisch hätten wir hier auch das Grain, also das Aircar drauf fahren können, aber. Nee, nee, wir werden mal mit dem kompletten Zug nach Hause fahren. Dann haben wir gleich mal einen Test, ob wir damit überhaupt über die Straßen hier rüberkommen. So. Lassen wir den stehen hier an der Graskante erstmal, oder? Hier lassen wir den erstmal warten. Der blaue gefällt mir. Ein schönes Gerät. So, was hier steht, ist natürlich mega. Riesengroßer Krempel. Das müssen wir jetzt noch zusammenbauen. Die Koffer der Xerion, der funktioniert damit. Wenn ich brauche, mal einen neuen Schlepper. Und was mich jetzt noch stark interessiert. Ich hatte das ja von der anderen Mod-Seite damals schon, dieses Borgold-Paket. Und die Grain Cards, die hatten so leichte Problematiken mit die Schläuche, also bei der Ankuppelei. Da sind immer die Schlauchpakete von links nach rechts gesprungen. Also die werden da so um die Ecke gelegt quasi. Werden wir uns gleich mal angucken, ob das bei dem Grain Card genauso ist oder ob das hier funktioniert. Nee, hier ist auf jeden Fall anders. Die gehen hier gerade ruf. Wenn du diese große Grain Card hast, dann gehen die hier irgendwie um die Ecke. Also die machen hier so einen Bogen und dann ist der Bogen immer von links, rechts, hin und her gesprungen. Das ist ja ein schön viel Maschinenzeug, was wir hier gekauft haben. Guck dich das an. Haha, vor allem das Ding hat einen eigenen Kran. Der hat bestimmt auch eine eigene Postleitzahl. Ich sag dir. Das Grain Air Card, das ist so groß wie der Schlepper. Wahnsinn. So, Mann, geil. Ging ja doch schneller als gedacht. Und ich glaube, mit der Zwillingsbereifung haben wir nicht verkehrt gemacht. Hohoho. Leute. Schön zum Jahresbeginn erstmal dick fett Zeug eingekauft. So gefällt mir das.
So, dann lassen wir den LKW natürlich schnurstracks hinterherfahren. Okay. Follow me. Wir brauchen ein bisschen mehr Abstand, ne? Wir machen mal 30. So. Und Abfahrt. Ich hoffe, der kommt mit. Ja, fährt schon los. Alles klar, das klappt. Da mache ich mir ja keine Sorgen. Dann fahren wir hier mal rum. Das ist ja schön viel Zeug. Wahnsinn. Warte mal, jetzt haben wir wieder den vernünftigen Traktor. Dann können wir mal hier den Ton wieder ein bisschen hochschieben. Genau, wir machen mal Licht an. Guck mal, wie viel Beleuchtung. Okay, da hinten ja nicht so viel. Naja. So, auf jeden Fall haben wir geshoppt. Guck mal. Kriegen wir ja nicht auf dem Bild, wa? Riesig. Cool. Siehst du, der Verkauf Rausch hat uns eine wunderschöne Shoppingtour ermöglicht und wir haben immer noch Geld. Und wir haben sehr neues Feld gekauft, also eigentlich top. So, und dank Follow Me fährt er uns da hinten einfach hinterher. Ah, fantastisch. Dann können wir schon mal einen Haken machen. Wie gesagt, einen Droscher bräuchten wir noch. Ich muss mal gucken, vielleicht ist der auch noch im Budget drin. Das wäre natürlich fantastisch. Es fällt oft das Wort fantastisch. Was soll ich machen? Ist halt so. Na, LKW, kommt der klar? Ja. Ja, fährt ein Bein frei. Nur mit dem Tieflader da hinten und dem LKW drauf ist auch sehr schön anzusehen. Ja, wie gesagt, den zweiten großen LKW, den ich haben will, der kostet halt nochmal richtig Asche. Wir könnten jetzt auch hingehen und nochmal so eine 500.000 vom Kredit abzwacken. Oder wir bauen noch so ein bisschen was auf dem Hof. Da hätte ich eventuell ein oder zwei Ideen. Ja. So, hier gewächshaustechnisch. Na, mal gucken. So, der Plan war, dass wir das damit unterstellen. Ich hoffe, das passt. Wir sind zu Hause. Wir haben was mitgebracht. Hallo. So. Wupp, wupp, wupp. Nicht am Zaun hängen bleiben. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so eine breite, große Hofeinfahrt haben wollte, oder? Einfach, weil die Maschinen hier nachher exorbitant groß werden. Alleine das Schneidwerk für den Dröscher, was wir haben, ist ja riesig. Na, Captain Schneemann, da kickst du aber, wa? Krasse Karre, ich sag dir. Wir haben eingekauft. Warte mal, können wir hier auf dem Hausdach? Ne, da haben wir Bäume im Weg, das ist auch blöd. Ah, gegen die Sonne fotografieren macht man ja eigentlich auch nicht. Egal, alles für die Fans. So, wir steigen hier mal ein. Wir müssen den LKW eventuell von seiner Last befreien, dass der nicht mehr hinterher krauchen braucht. Dann machen wir den noch erstmal aus, dass er nicht so doll nervt. Wollen wir das jetzt schon befüllen? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Wir parken das erstmal weg, da wo das wohnen soll, oder? Warte mal, wir können ja hier hinten lang fahren. Hier hinten. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass wir doch nochmal die Paletten aussortieren. Rapsöl und Sonnenblumenöl voneinander distanzieren und dann separat verkaufen. Weil auf den Autolaut-Trailer sind ja nur zwei Paletten, glaube ich, oder drei. Das kriegt man dann noch auseinandergefisselt, problemlos. So, guck mal. Deswegen haben wir hier nämlich so ein großes Haus. So. Genau dafür ist das nämlich. Guck. Neuzugang in der Fahrzeughalle. Sehr schön. Und abgestellt.
den könnten wir eigentlich auch mal tanken, oder? Haltet dann davon. Wenn wir schon mal dabei sind. Der wird nämlich ganz stark bei der Sojabohnenaussaat, was wir nämlich hier auf dem neuen Feld auch mit betreiben werden, dabei sein. Und wir werden eine Baumreihe pflanzen. Hätte ich gesagt. Wir haben jetzt ein neues Feld und dazwischen kann man das ja mal so machen. So, Gott sei Dank war die Kolli so, dass man da durchglitscht. Dann hätten wir jetzt einen schönen Unfall gebaut, direkt vor der Haustür. Mutti wäre echt böse. So, komm mal her. Und ich merke, wir haben hier auf dem Hof schon ganz leichte Performance-Probleme. Ich mach den LKW mal aus, dann ist der mal so laut. Haha. Und der kann sich an Anhänger ranhängen. Theoretisch könnten wir hier noch einen Anhänger ranhängen, wo wir dann wieder Saatgut oder Dünger mit drin machen, weil der kann wunderbar über seinen Kornschieber den Aircard beladen. Und das ist echt toll. Und wisst ihr was? Den parken wir hier hinten. Dafür haben wir diese wunderschöne Rundbogenhallen. So. Der steht hier. Hier stört er keinen. Wunderbar. LKW. Also theoretisch könnten wir den Tieflader in so eine Halle stellen. Dann hätten wir nämlich die Einparkproblematik hier nicht. Ach. Auch ein neues Tor für die Lackiererei. Ja, sind wieder so Vorfälle gewesen. Was soll ich machen? Guck mal hier, da rennt mich übelst los mit Ema. Jetzt. Habt ihr gesehen? Sobald er hochschaltet, will der Kollege immer gleich auf den Warp-Antrieb umschalten. Der macht sich aber halt extrem gut beim Transport zum Verkauf und vom Feld weg, weil der hat halt richtig Bums und da kannst du ordentlich was hinten ranhängen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja, na Rehe, alles klar hier, ihr passt auf den Wald auf, das finde ich toll. Darf ich mal hier durch? Ich störe euch nicht. Entschuldigung, ihr müsst nicht wegrennen. Mensch. Wir müssen den Cereon noch wegparken und dann ist Winterschlaf angesagt, bis wir in der Aussaat gehen. Jetzt schön 3 Monate Füße hochlegen. Ist doch auch schön. Dann können wir noch ein bisschen gucken, dass wir da noch ein paar Sonnenblumenöl und Rapsölpaletten aus der Mühle rausbekommen. Und dann ist das gut. So. Was wir mit die 800.000 machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es erstmal schön, dass wir sie haben. Und wir haben neue Seetechnik. Wir brauchen Dünger und Saatgut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das sollten wir noch machen. So. Und so, das war teuer, aber wir haben immer noch 800. Perfekt. So, Freunde, das war's für heute. Wir haben wieder sehr viel Geld verdient, noch viel, viel mehr Geld ausgegeben. Wir sind immer noch reich, das ist toll. Captain Schneemann ist begeistert, freut mich. Ne? Das war doch cool, oder? Sei mal ehrlich. Ja, bin gespannt. Hoffentlich lohnt sich das wirklich, so eine große Technik. Aber die Felder werden ja auch größer. Ne? Vor allem das neue Feld da hinten, da werden wir gleich mal ein bisschen rumprobieren, wenn das an die Aussaat geht. Ich bin gespannt. Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnehauen.